Was machst du, wenn dir mitten in der Sahara ein Hund zuläuft? Naja, genau das ist uns passiert. Das ist die Geschichte von Mimi. Nach einer Nacht unterm Sternenhimmel mitten in den Sanddünen erschien uns am nächsten Morgen am Horizont eine Silhouette von einem Hund. Und was wir erst für einen kurzen Besuch hielten, sollte sich als ein neues Teammitglied herausstellen. Denn unser unerwarteter Gast schien bei uns bleiben zu wollen und lief die gesamte Tagesstrecke von 20 Kilometer in der erbarmungslosen Sonne mit uns mit. Auch am nächsten Morgen war sie immer noch da und hochmotiviert, die nächste Etappe mit uns zu bestreiten. So ging es dann jeden Tag weiter. Und Mimi, wie wir sie am dritten Tag tauften, übernachtete mit uns auf einer abgelegenen Militärbasis und an allen anderen Etappenzielen der restlichen Tour. Nach fast 2 Wochen erreichten wir dann endlich wieder die Zivilisation, das vielleicht erste Mal überhaupt für Mimi in einer Stadt. Da wir uns nicht ganz sicher waren, wie Hunde hier wahrgenommen werden, verpassten wir ihr noch kurzerhand ihr ganz eigenes, vermutlich erstes Halsband. Unsere Sorgen erschienen allerdings unberechtigt, denn jeder, den wir trafen, freute sich super, Mimi kennenzulernen.